Die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg ist ab sofort Teil einer European University. Die BTU reiht sich damit in die Riege einiger namhafter deutscher und europäischer Unis ein. Zum Hintergrund. In einem Bündnis aus 7 Partnerunis aus ganz Europa hat sich die BTU erfolgreich um den Titel beworben. Daneben gibt es dann noch 23 ähnliche Hochschulnetzwerke, die ebenfalls in diesem Jahr von der EU-Kommission ausgezeichnet wurden. Mit angeschoben hat das Ganze für die BTU Unikanzler Alfred Funk. Er ist seit 2019 Chef der Univerwaltung. Er sieht in diesem Hochschulbündnis eine große Chance für seine Universität. Also wir hatten uns natürlich im Vorfeld mehrfach getroffen und diese Allianz betrifft ja auch verschiedene Regionen in Europa, von Catania bis nach Finnland, über Spanien bis nach Poznan und hier nach Cottbus, die ähnlich strukturiert sind. Zunächst einmal wurde gesagt, welche Themen wir bearbeiten wollen. Und wenn Sie so wollen, jede Hochschule hat sich ein bestimmtes Thema zu eigen gemacht und wird das in den folgenden 3 Jahren dann stärker bearbeiten. Der BTU stehen dafür knapp 1 Million Euro zur Verfügung. Funk könnte sich vorstellen, dass mit diesem Geld die Studienbetreuung ausgebaut oder Verwaltungspersonal auf Fortbildungsreisen geschickt wird. Ziel der European University Initiative ist es ja, kreative Europäer zusammenzubringen. Diese sollen über Sprach-, Länder- und Fachgebietsgrenzen hinweg zusammenarbeiten. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels und des Strukturwandels in der Lausitz ist der neue Unititel daher ein starkes Zeichen. Na, ich denke, es ist vor allen Dingen Prestige, was damit verbunden ist. Es ist eine gewisse politische Symbolik. Und wir hoffen natürlich, dass wir damit Studierende ganz stark anziehen können, die sich vielleicht auch von den Themen und Werten der EU, wenn Sie so wollen, angesprochen fühlen. Ausländische Studierende, die sagen, an so einer europäischen Universität fühle ich mich vielleicht ein Stückchen wohler, aufgehobener, verstandener als einer in Anführungsstrichen normalen Universität. Derzeit studieren an der BTU etwa 7.000 Studenten. Davon etwa 2.000 aus dem Ausland. Durch die neue Auszeichnung in Zukunft dann vielleicht noch mehr.